Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Spec Ops The Line, und zwar die Demo. Ich bin Sebastian und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem, nun ja, einem, ach jetzt nicht sonderlich groß umjubelten Taktik-Shooter, sondern an eher etwas kleinerem Spiel. Nun ja, das ich heute mal spielen werde und zumindest die Demo davon. Die ist gestern auf Steam erschienen und, oder vorgestern oder irgendwie sowas, und da dachte ich mir mal, ach komm, spielst du sie mal direkt, denn das soll gar nicht mal so schlecht sein, das Spiel. Ja, ist jetzt natürlich auch nur die Demo, aber was soll's. Dachte ich mal, ich nehme es auch direkt mal auf, um euch das Spiel mal zu zeigen. Und ja, starten wir jetzt auch mal direkt. Ich habe mich noch nicht über dieses Spiel informiert oder sonst irgendwas. Ich habe es jetzt wirklich gestartet und nehme es jetzt direkt auf. Was mache ich denn jetzt hier? Achso, die Schwierigkeit auswählen. Kampfeinsatz für die meisten Spieler geeignet. Ja, das ist doch okay. Und dann geht's mal direkt los. Ja? Achso, alles klar. Ich werde den Kerl nicht los, Walker. Langsam und ruhig halten. Hast du den Verstand verloren? Schau mir. Das war nicht der Letzte! Ich sehe sie! Schalte die Helikopter aus! Meine Güte, sind das hier viele Helikopter. Gibt's ja mal gar nicht. Ja, und was gibt's noch zu dem Spiel zu erzählen? Also, ich meine, ich habe gelesen oder irgendwann mal gehört oder was weiß ich, dass es in diesem Spiel relativ, ja, emotional manchmal losgehen soll. Also man kommt vor Entscheidungen, die ja einen emotionalen Hintergrund haben, und diesen emotionalen Hintergrund kann man dann auch beeinflussen. Das heißt, man kann durch Entscheidungen das Spiel beeinflussen. Inwieweit das jetzt Auswirkungen hier auf die Demo hat, weiß ich natürlich nicht. Huch, wo kommst du denn her? Weiß ich nicht. Das ist, müssen wir natürlich mal sehen. Ich meine, Demo, Jetzt fliegt mir doch nicht hier aus meiner Schusslinie raus. Wie geht's dir denn? Ja, das geschieht dir recht. Scheißegal, halt das Ding ruhig! Ja, ich halte das Ding ja ruhig hier. Setz mich nicht unter Druck. Meine Güte, wo war ich denn jetzt? Ja, genau, ich war da. Inwieweit diese Dinge hier die Demo beeinflussen werden? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich meine, dass es in der Demo hier einmal das Tutorial gibt. Ja, ich bring uns hier raus, genau. Ja, ich spinne generell. Das finde ich immer sehr nett, wenn das Leute zu mir sagen. Das heitert mich immer direkt auf. Alter, geh kaputt, komm mir nicht so nah. In der Demo gibt es, meine ich, das Tutorial und eine Mission. Und jetzt gibt's hier aber ein toll. Jetzt fliegen wir an so einen dummen Sturm rein und man kriegt sofort so ein Heli in die Fresse. Genial. Früher. Ja. Ist John Conrad der beste Offizier, den ich kenne? Ich weiß nicht. Damals die ersten Stürme in Dubai habt ihr wahrscheinlich daheim gemütlich im TV verfolgt. Aber statt heimzufliegen, meldete er sich mit seiner ganzen Truppe zur Evakuierung. Es heißt, Conrad erhielt Order abzuziehen. Er verweigerte den Befehl und die 33. hielt zu ihm. Die letzte Nachricht aus Dubai besagte, Conrad führe einen Tross Überlebender aus der Stadt. Das war vor 6 Monaten. Dann, vor 2 Wochen, fingen wir diesen Funkspruch auf. Hier spricht Colonel John Conrad. Der Versuch einer Evakuierung Dubai war ein kompletter Fehlschlag. Verluste zu viele. Ui. Und sofort wieder ein Szenenwechsel. Hey Cap,
Captain Walker! Was ist los? Was gibt's, Logo? Genau, was gibt's? Es gibt ein Problem, Sir. Nein! Geht's um die Mission? Nein, Sir. Gut. Dann wende dich an den Lieutenant. Ja, genau. Verstanden. Lieutenant Adams? Nein, ich bin nicht Lieutenant Adams. Chief Sergeant, wie ist Ihr Status? Ja, okay, dann bin ich's doch. Status ist Wund, Sir. Wund, Sergeant? Ja, Sir. Feinkörniger Gegner ist in US-Gebiet eingedrungen. Bekannt als meine Hose. Sir. Klappe. Alles klar. Gentlemen, willkommen in Dubai. Yep. Immer noch tot. Werden wir sehen, Sergeant. Niemand Hast ist hier tot. Geortet? Ja, Sir. Etwa 800 Yards entfernt. Also 800 Yards, bis wir sehen, wer mehr Scheiß redet. Du oder die Aufklärung? Eindeutig du. Wow. Eindeutig. Nicht so eine Killermaschine? Wär ich jetzt verletzt? Tut mir leid. Oh. Einen Moment. Okay, denk daran, das hier ist ausgewiesenes Niemandsland. Das heißt, wir sollten nicht hier sein. Alles streng nach Vorschrift, okay? Aber klar doch. So. Oh, jetzt habe ich mich ausgehustet. So, wo sind wir hier? In Dubai. W plus drücke einmal Leertaste, um zu springen. Ach, um zu sprinten. Ich hab gelesen, springen. Okay, Entdeckung geht. Alles klar. Zielvorrichtung checken. Jo. Berührt sich was? Gecheckt, alles Nein, klar. Alles okay. Gut. Ja, Kinders. Wir wollen heute noch fertig werden. Wollt euch mal. Oder muss ich vorgehen? Boah, wieso immer ich? Das ist doch klar. Wow. Was in Dubai passiert, bleibt in Dubai. Boah. Los, suchen wir einen Weg nach unten. Was ist das mal für eine Hammer-Aussicht? Meine Güte. Das geht ja mal gar nicht hier. Schon nicht schlecht. Guck mal, wie groß das Gebäude da ist. Sind Leichen. Wo? Wartet auf mich. Nicht weglaufen. Nein, umstatt links springen. Das ist also übrig von der 33. Der Stab sieht das anders, sonst wären wir nicht hier. Moin, 33. Hey, hier ist dein Seil. Dann wollen wir mal. Muss ich vorgehen? Das gibt's doch nicht, ey. Ja, okay. Ja, Handzeichen geben ist auch cool. Da bin ich auch mit einverstanden. War nur ein kleiner Spaß, Boss. Lass den Quatsch. Konzentrier dich auf die Mission. Was für eine Mission denn? Wir fühlen hier einem toten Hund den Puls. Unsere Befehle sind klar. Wenn wir wen finden, hauen wir sofort ab. Das Hauptquartier schickt die Kavallerie, wir fliegen heim. Heimfliegen würde ich auch gerne, aber... Was? Willst du uns verarschen? Wie kannst du sowas fragen? Da ist keiner, Mann. Klingt wie der Funkspruch. Ich könnte schwören, ich habe wen gehört. Kommt, bringen wir es hinter uns. Was denn? Los, lauft. Naja. Finde die Quelle des Funksignals. Nein, springen. Hey, ist da wer? Ist da jemand? Vergiss es. Das wäre jetzt für so ein Dinosaurier gehalten. Lugo hat schon recht. Bist du jetzt auf seiner Seite? Wo er recht hat, hat er recht. Hey, der Stab sagte, seht euch um und das tun wir. Ich weiß nicht. Nicht gerade ein Job für drei eiskalte, super gut aussehende Delta-Operators wie uns. Super gut vor allen Dingen. Als bezahlten Urlaub. Also ich bevorzuge Strände mit einem sexy jetzt. Lady. Jetzt, geht drüber. Von 3 zu 1. Logo, hörst du dir eigentlich selbst mal zu, wenn du so einen Scheiß redest? Ey, ganz ehrlich, die laufen hier an Leichen vorbei, ja, und die unterhalten sich über sowas, ey. Also, so ganz so viel mit Moral hat das hier nichts mehr zu tun, finde ich, so langsam. Aber wir lassen uns mal überraschen, vielleicht ändert sich das ja noch. Ich hab so ein Gefühl, man beobachtet uns. Gut, man soll ruhig sehen, wie sexy ich im Job rüberkomme. Alter, kannst du mal... Ja. Ja, das ist es. Was immer es auch ist. Was soll das jetzt heißen?
Es ist ein Notrufsender, aber kein militärischer. Ist wohl aus Ersatzteilen gebaut. Und von wem? Keinen blassen Schimmer. Keinen blassen Schimmer. Verdammter Mist. Verdammter Mist. Walker, sieh dir das mal an. Jo, ich komme. Oh, Scheiße. Oh ja. So könnte man das auch sagen. Die Leiche sieht fresh aus. Ist sie auch. Einer von der 33. Wer hat das getan? Jemand, der uns mit Sicherheit beobachtet. Oh ja. Na, das war nicht die Frage. Keine Sorge. Ich schätze, das finden wir schnell raus. Mein Name ist Captain Martin Walker. Wir suchen nach Überlebenden. Warum? Um uns auch zu töten. Was tun Sie? Markov mit seinem Reich. Ich will euch doch gar nicht töten. Was habt ihr? Vielleicht verstehen wir uns besser. Agarin Terim Harf Besanim. Sehr gut, Lugo. Das kann sehr schnell überkochen, Walker. Schon klar. Hast du eine Idee? Siehst du den Bus da? Der ist voller Sand. Welcher Bus? Wenn es zu heiß wird, schießt die Scheiße. Der Bus. Das bringt uns einen Vorteil. Jawohl. Jetzt bewegen. Verdammt, wer sind die Kerle? Flüchtlinge! Überlebende des Sturms! Abschießen noch nicht. Schnelle Deckung hier. Und jetzt wunderschön gegen die Sonne, so damit man schön nicht sieht, so gehört sich das. Aua. Au. Aber weiter geht's. Explodieren die Dinger? Maus 3 antippen, Blendbefehl. Nur ich. Ich bin gerade überfordert hier. Maus 3 antippen, das müsste Maus 3 sein. Wunderschön geblendet hier. Da ist auch ein Feind. Und das da ist kein Feind. Das ist mein Hugo oder Logo oder wie auch immer. Was haben wir hier alles für Waffen? Bleibt doch mir stehen hier. Nee, ich möchte mein Sturmgewehr behalten. Allerdings hat das nicht mehr so viel Muni irgendwie. Habe ich das Gefühl. Ah, es ist egal. Wir gehen einfach mal weiter. Granate! In Deckung! Da ist eine Granate. Wo steckt der? Reklametafel da drüben. Wo? Sag Bescheid und ich schalte ihn aus. Halte Maus 3, Angriffsbefehl starten. Erwarte Befehle, Captain. Visiere einen Gegner an, während du Maus 3 gedrückt hältst und lass dann los. Logo, schalt ihn aus. Ja, Sir. Jawohl, genau so geht das. Oben auf den Boss, schalt ihn aus. Sind Sie. Geh doch in Deckung. Oh, ich glaube, mit Dauerfeuer sollte man nicht hier sind. Ja, so gut wie gar keine Muni. Aus dem Truck-Container? Ach, da! Ja, da muss man erstmal drauf kommen. Ich habe ja gar keine Muni mehr, da muss ich hier auf meine Pistole wechseln. Wechseln. Oder ich schnorr mir einfach eiskalt Waffen von denen hier. Ja, halten eher. Jawohl, die hat doch wieder Muni. Das ist okay. Ja, viel Muni, das ist schön. Weiter geht's. Walker, die Tür. Was für eine Tür? Die Tür? Umschalttaste links, Nahkampf. Sieh nach unten und drücke Umschalttaste links, um sie zu exekutieren. Boah, Alter. Ich denke, wir sollen hier Menschen retten. Was war denn das? Ich empfange einen Notruf. Lass mal hören. 33. Hier Alpha Patrol. Werden angegriffen. Ich wiederhole, sind von Rebellen umzingelt. Brauchen sofort Hilfe. Scheiße, Massen hat's erwischt. Wir brauchen Hilfe. Alles klar. Distanz. Circa 100 Meter entfernt. Los, kommt. Dann ab geht's. Kommt, 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 kommt. Weh und wer ist aus der Deckung schlüpfen? Alter.
Ja, wie? Ja, da, okay, das ist ganz gute Idee. Ja, lass mich doch mal überlegen. Wo muss ich denn lang? Leertaste rutschen. Aua. Hab mich aber so richtig erwischt, der, sagt er. Leute, bleibt doch mal ruhig, ja? Ich muss hier überlegen. Nein, nicht dahin. So, Kinders, ey. Das kriegt ihr aber von uns aufs Maul.